Moin! Jo, heute mal wieder eine Vorstellung eines feststehenden Modells, nämlich das Modell Hocum von Mr. Blade. Ich hatte das, als ich das HT1 testen durfte, hatte ich mich ein bisschen auf der Seite rumgetrieben bei Empire of Knives. Empire of Knives ist auch der Bezug. Checkt mal die Videobeschreibung ab, findet ihr einen Link zum Bezug. Und da habe ich mir die Mr. Blade Modelle mal angeguckt und ich erwähnte es schon, ich fand die Tactical Kitchen Knives sehr cool und dieses Modell hier. Das liegt wohl auch an dieser langgezogenen Rille mit dem Klingendurchbruch, noch mit diesem ovalen Klingendurchbruch. Das ist gerade, glaube ich, auch ziemlich in. Gibt von König Knives ein Modell, das hat eine sehr ähnliche Linie. Finde ich zumindest, weiß jetzt nicht, wie dieser Flipper heißt, aber erinnert mich schon sehr dran. Und auch dieses Caracal oder Caracal, bin mir nicht mehr ganz sicher, wie es jetzt heißt. Das hatte der Dennis vor einiger Zeit vorgestellt. Das gibt es ja auch als feststehendes Messer und Flipper-Modell ist auch ähnlich gehalten. Hier jedoch alles ganz, ganz schwarz gehalten, schwarze G10-Griffschalen, die wunderbar poliert sind. Gehen wir gleich noch drauf ein. AOS 8 Stahl, sehr, sehr cooles, sehr gefälliges Design, wie ich finde. Checkt die Teile mal aus, Mr. Blade. Die haben doch ein paar nette Sachen im Programm. Zu dem Messer kam noch diese kleine Skizze hier. Die Option beim Tragen, da gehen wir gleich noch drauf ein, kann man ganz normal am Gürtel tragen oder quer. Immer gut, wenn man diese Option hat. Es ist ganz nett, dass sie sowas immer mitschicken. Die Scheide finde ich auch ganz gut gemacht. Die sieht durchaus robust aus. Kommt halt gleich mit Halterungssystem. Da muss man sich also nichts dazu kaufen. Kannst halt den Gürtel durchziehen. Dann hast du hier noch so kleine... mal sehen, ob ich das einfangen kann. Da sind so kleine... Schlitze drin und die haben hier so kleine Haken, da halten die dann immer. Allerdings ist jetzt auch nicht viel Druck notwendig, um die weiterzuschieben. Also kann ich euch nicht sagen, wie die am Gürtel halten. Ist halt, wenn man einen schmaleren Gürtel hat, dass man das ein bisschen verstellen kann. Auch hier die Schrauben habe ich schon ein bisschen gelockert, um euch das kurz zu zeigen. Kann man in der Höhe verstellen, damit einem das nicht ganz so doll dann im Wams drückt, wenn man es trägt. Hat man ein bisschen Spielraum. Ich persönlich würde jedoch das ganze System abschrauben, dann hat man einfach nur diese dünne Scheide und die ist ansonsten sehr gefällig, finde ich. Inwiefern die TechLock kompatibel ist, weiß ich nicht, habe keinen TechLock da, aber wie gesagt, gibt ja hier ein Tragesystem, scheint nicht das schlechteste zu sein. Soweit gefällt mir das ganz gut. Kleines Drainageloch. Hier sieht man auch schon, dass die Scheiden, die Messer durchaus sehr identisch sind. Hier hat man das Modell, beziehungsweise das ist so geeicht, dass hier das Tanto-Modell und das ganz normale Modell reinpassen. Was mir hieran nicht so gut... Moment, jetzt muss ich erstmal hier diese kleine Laus... Auf Wiedersehen. So, was mir nicht so gut gefällt, also wie gesagt... Ich finde das ganz gut. Ich würde die auch einfach so in meinen Rucksack schmeißen. Die hält auch sicher. Klappert relativ wenig. Hat hier eine schöne Rampe für den Finger zum Ziehen. Gefällt mir gut. Ist anständig gemacht. Aber dieser Gummiriemen hier, das ist ein Gummiriemen, den legt man dann hier um an diese Sicherung, damit das Messer halt extra gehalten wird. Klappt auch ganz gut, aber wenn man das am Gürtel trägt und unterwegs ist und hier so ein bisschen irgendwo hängen bleibt, öffnet sich sofort. Und wenn man es in der nächsten festmacht, funktioniert das zwar, ist aber ein bisschen friemelig, dann hält es durchaus besser, geht es nicht so schnell ab, aber bei diesem Gummizeugs bin mir nicht sicher, wie lange so etwas hält. Das halte ich für fraglich, das finde ich nur so lala. Ansonsten sehr anständig. Ist immer gut, wenn man was Anständiges gleich bekommt zum Messer. Das ist nicht das allergrößte Messer. Ich würde es jetzt nicht als Camp Knife bezeichnen. Spielt so in der Liga des Real Steel Observers. Ich werde euch hier oben mal
die Länge reinballern, Klingenstärke, das Gewicht und so weiter und so fort. Ja, spielt halt wirklich so in der Liga vom Observer. Das ist halt, wenn man ein cooles Messer haben will, und ich finde, das Observer ist optisch ein sehr cooles Messer. Da stimmt halt das ganze Paket von Optik, Qualität und Preis. Und das Hokum ist optisch halt einfach auch ein Knaller und hat eine 5 mm starke Klinge, die auch bis vorne zur Spitze die Stärke schön behält. Dann gefällt mir halt dieses Blackwash sehr gut. Und halt diese Rinne hier macht das alles sehr, sehr schön. Aggressiv, rasant. Gefällt mir wirklich gut. Auch wie sie die Klinge beschriftet haben. AOS 8 Stahl, Hokum, alles klein gehalten. Kleines Mr. Blade Logo. Schlitzschrauben, um die G10-Schalen zu fixieren. Klingenrücken mit Jimping versehen. Funktioniert sehr gut. Sehr groß, nicht aggressiv, gibt aber Traktion. Gute Lösung, gut gemacht. Überhaupt ist die Handlage. Hier vorne muss ich ein bisschen quetschen bei meinen breiten Fingern. Ich glaube, bei 9-10 Handschuhgröße dürfte das ziemlich perfekt liegen und bei kleineren Händen sowieso. Ist aber lang genug für wirklich jede Hand. Hat einen schön dimensionierten Griff. Hinten noch ein Schlagende. Außerdem kannst du ein Paracord-Lanyard rumdüdeln. Ja. Spricht mich total an vom Design. Schreibt mal rein, wie ihr es findet. Flachschliff kam ab Werk anständig scharf. Habe jetzt schon ein paar Sachen mitgemacht. Die werde ich euch jetzt mal kurz einblenden. Moin! Jo, dann mal ein paar kleine Testaufnahmen mit dem Mr. Blade Hokum. Nur damit wir uns jetzt nicht missverstehen, dass das Hokum ersetzt in keinster Weise, seht ihr bei dem Schnitt hier schon, ersetzt in keinster Weise ein Kochmesser, ein Küchenmesser, also wirklich überhaupt nicht. Dafür ist es nicht gemacht, dafür ist es nicht gedacht und auch Outdoor ist das kein guter Helfer, um Gemüse zu schnippeln. Da hat man dann hoffentlich immer noch ein kleines Opinel dabei oder auch ein größeres Opinel, was den Job dann ziemlich gut machen kann. Das soll euch einfach nur mal kurz einen kleinen Eindruck vermitteln, wie es denn so funktioniert. Das hat mit 5 mm einfach eine anständig breite Klinge. Die Schärfe ab Werk war okay und zumindest hier bei den Zwiebeln ist das jetzt okay. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das besonders gut, besonders sauber durchläuft, aber durch die Schärfe kommt man recht gut in die Zwiebel rein. Da passt das schon einigermaßen. Wenn man denn dann wirklich outdoor mal was zubereiten will und man hat halt nichts anderes zum Schneiden dabei, dann geht das halt mit diesem Modell hier auch. Wenn ich natürlich aber auch merke, dass man hier ab einer gewissen Tiefe, die man halt in der Zwiebel dann drin ist, da schneidet man nicht mehr, da spaltet man nur noch. Bin mal gespannt, werde mit dem Teil auch noch ein bisschen betonen. Das hat zwar nicht die überragende Klingenlänge für solche Arbeiten, aber dürfte vielleicht dann durch die Spaltwirkung der Klinge ganz anständig funzen. Jetzt hier bei der Zwiebel war das für das, was das Messer darstellt, völlig okay. Ja, eine Tomate lassen wir natürlich auch mal im Video erscheinen. Also die Schärfe ist wirklich okay. Out of the box. Die dünnsten Scheiben macht man mit diesem Messer natürlich nicht. Klarer Fall. So, dann wollen wir mal ein Stöckchen anspitzen mit dem Hokum. Das ist vom Flachschliff.
nicht das allerschneidfreudigste Biest, aber es läuft auch nicht so schlecht aus. Ich finde, das ist eigentlich ein ganz guter Mix zwischen wirklich sehr kompakten, stabilen Stachel und trotzdem noch schneidfreudig. Also das geht völlig okay, was der Flachschliff hier so wegbeißt. Geht natürlich mit dem Mora noch ganz anders, aber das ist okay. So, dann wollen wir auch mal ein bisschen Baton. Wie gesagt, die 5 mm sollten da dieses Messer vor kein Problem stellen. Ja, dem ist dann auch in der Tat so. Da kommt die Spaltwirkung recht schnell. Das ist echt keinerlei Problem für dieses Messer. Okay, aber da bin ich auch ehrlich gesagt von ausgegangen. Wie gesagt, ist wirklich, kommt sehr brachial rüber. Ja, not bad so far. So, jetzt testen wir die Klingenspitze noch ein bisschen. Durch den Guard liegt das Messer wirklich schön sicher in der Hand, durch die ganze Ergonomie. Jo, und auch hier, wie nicht anders zu erwarten, keinerlei Probleme. Ja, und das war durchaus Spaß, mit dem Teil zu arbeiten. Zugegeben, jetzt die Zwiebeln, das war jetzt nicht so viel Spaß, aber auch das ging ja. Und ja, da kannst du eine Menge mit machen mit diesem Modell. Das ist halt für die Leute, die was Schneidfähiges haben wollen. Was aber eindeutig noch ja, viel, viel Stabilität mitbringt. Und ich glaube, da hat dann Mr. Blade ein sehr, sehr anständiges Modell dazu abgeliefert. Ich kann es auf jeden Fall total empfehlen. Was ich jetzt noch machen wollte, ich wollte mal schnell, ich hoffe, das klappt, das funzt, die Griffschalen abmachen. Um zu sehen, wie die Verarbeitung drunter ist. Ja, shit, dreht sich mit. So, hier nicht. Finde ich immer ganz gut, dass Schlitzschrauben verbaut werden. Also mir gefällt das sehr, sehr gut. Da kann man dann auch mal im Feld draußen, Outdoor, einen Weg hat man oftmals mit, kann man einfach mal die Schrauben nachziehen. Finde ich, ist immer eine gute Option. So, kriege ich das Ding jetzt auch noch rausgedrückt. Bin mal wieder erstklassig vorbereitet, wie ihr seht. Na, vielleicht mit der Stechader. Also Victorinox sollte man immer dabei haben, ihr seht schon. So. Okay, hier haben wir noch einen großen Freiraum. Bisschen ölig. Ja, das ist blitzsauber. Blitzsauber verarbeitet. Hier könnte man natürlich dann für die Spezies, wir haben hier durchaus
würde ich mal sagen, ja, das müssten so hier die 5 mm sein. Genug Platz, um ein bisschen Zunder einzubetten, was auch immer. Ja. Oder eine Nähnadel oder whatever, ein paar Tabletten. Das ist wahrscheinlich albern, aber was einem da so einfällt. Ja, nicht schlecht. Ne, andersrum. Na. So. So, ja, das sah unter der Kirschschale doch auch sehr, sehr anständig aus. Ja, da werdet ihr euch jetzt vielleicht fragen, nichts zu kritisieren, Stefan. So rein vom Messer fällt mir da jetzt nicht viel ein. Ich könnte natürlich sagen, hey, AOS 8 Stahl, warum nichts Feineres, warum nichts Höherwertigeres? Und das ist durchaus auch eine Sache, die man wirklich anführen könnte. Denn mein einziger wirklicher Kritikpunkt, der ist der Preis. Und da rufe ich wirklich Mr. Blade auf, den zu ändern. Sonst werden sie es sehr, sehr schwer haben, auch wenn dieses Modell wirklich cool ist. Das Teil kostet nämlich weit über 100 Euro und sich da dann zu platzieren, wird, glaube ich, ganz, ganz schwer. Keine Frage, das ist ein sehr cooles Messer. Performance war anständig, Optik ist super, Verarbeitung ist klasse. Da passt das ganze Paket, nur der Preis zieht nicht mit. So ein Observer bekommt man für 60 Euro. Man bekommt tolle, tolle Messer von Muela in Spanien gefertigt für 80 bis 100 Euro. Und das liegt da nochmal eine Ecke drüber. Ja, da muss Mr. Blade was machen. Sollen sie anpassen, die Scheide ist sehr anständig. Ich verstehe schon, dass man es dann ein paar Euro teurer macht. Aber viel mehr als 80 Euro sollte dieses Modell jetzt auch nicht kosten. Ist meine Meinung. Großer Kritikpunkt, ich denke berechtigter Kritikpunkt. Ja, aber ist halt einfach so. Ne? Für das Geld, da greifen viele Leute dann woanders zu. Und das ist schade. Dieses Modell ist echt ein Tipp wert. Alles klar, das war das Mr. Blade Hokum. Cooler Stachel, hat mir sehr, sehr gefallen. Ja, wie gesagt, bei Interesse, checkt das mal aus. Empire of Knives, Bezug, Link findet ihr in der Videobeschreibung. Ja, dann heißt es wie immer, bleibt gesund, Peace, ich bin raus.